Beispiel ganz weit verbreitet ist eigentlich das Alphabet farbig wahrnehmen oder für jede Zahl eine Farbe haben oder Musik sehen. Und dann verflechtet sich das und entfaltet sich fast wie so ein fraktales Geometrienspiel, dass natürlich Emotionen gesehen werden können, geschmeckt werden können, dass man sie hört oder sie sogar riecht. Das ist sozusagen eine echte verflochtene Sinneswahrnehmung. Und fast so ein bisschen wie das mycelische Netzwerk im Boden innerhalb unserer neuronalen Struktur. Synästhesie wird auch im modernen Kontext in der Neurodivergenz erwähnt. Das ist sozusagen alternative Denkmuster oder erweiterte Denkmuster.